Willkommen zurück bei Control. Da wir ja in der letzten Folge den Funkus-Boss besiegt haben, habe ich mir gedacht, wir machen in dieser Folge noch eine weitere Nebenaufgabe. Das hatten wir unter anderem schon so mal nebenbei ein bisschen gemacht. Da waren eigentlich 6 Agenten insgesamt, jetzt sind es nur noch 4. Die Quest nennt sich Alte Freunde. Und dazu müssen wir uns in den Wartungsbereich geben und dort sollen die letzten 4 ehemaligen Ranger sein. Das Ganze machen wir natürlich wieder mit der Schnellreise. Wo haben wir denn den Wartungsbereich? Wartungsbereich? Ne, der ist weiter oben. Genau, hier ist das. Wo ist die Atlaskammer? Da würde ich ganz gerne hin. Ihr seht ja, alle 4 ehemaligen Rangers befinden sich in diesem großen Sektor, also können wir das auch glatt relativ schnell erledigen, hoffe ich jedenfalls. Oh mein Gott, wir sind auch schon da. Schnell weg hier, Jess. Da unten ist der erste Agent. Der taucht auch gleich hier vorne auf. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich höre ihn, ich sehe ihn aber nicht. Kommt nur der oder tauchen da noch mehrere auf? Komm, Jess, wir gehen mal runter. Ja, okay, da hinten ist er. Ich muss ihm erstmal sein bescheuertes Schild weghauen. Und dann machen wir das mit dem Stich. Ah, verdammt, ich glaube, jetzt tauchen noch andere Zischer auf, oder? Naja, habe ich mir schon gedacht. Aber gut, die sind nur Level 3. Oh mein Gott, der Typ ist ja heftig. Holen wir uns gleich mal ein bisschen Lebensenergie von dem. Wow, da ist er ja schon. Ach, du heilige Scheiße. Okay, wir hatten ihn erledigt. Aber trotzdem war das echt knapp. So, das war der erste von 4. Ging ja dann doch relativ zügig. Aber habe ich da oben nicht nur eins fertig gemacht? Wollte ich das sagen? Wenigstens noch ein bisschen Lebensenergie. Schnell an den Kontrollpunkt dran. Dann haben wir auch wieder volle Energie. Das war jetzt zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es zählt. Ach verdammt, jetzt habe ich mich verdrückt. Wo müssen wir denn hin? Schwarzsteinverarbeitung. Da soll sich der nächste befinden. Das muss irgendwo hinter mir sein. Irgendwo... Ich weiß nicht, vielleicht da oben durch? Ah, nee, geht ja gar nicht. Komme ich da überhaupt hin? Sieht nicht so aus, oder, Jess? Ah, doch, hier ist ein Zugang. Aber das ist nicht der Zugang, zu dem ich eigentlich wollte. Auf der Karte wird es angezeigt, dass es da irgendwo einen Zugang geben soll. Gucken, vielleicht komme ich, wenn ich hier durchgehe, dahin. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ist das jetzt hier der richtige Weg? Jawohl, hier sind wir richtig. Auf zum nächsten ehemaligen Ranger. Auch der ist natürlich vom Zwischenbefallen, so wie alle hier. Aber warum komme ich jetzt nicht direkt da durch? Naja, gut, vielleicht können wir die Tür zu einem späteren Zeitpunkt noch öffnen. Hier kommen wir jetzt auch durch. Wo ich das letzte Mal hier war, hatte ich, glaube ich, noch nicht die Zugangsberechtigung. Seht ihr ja, hier ist noch so ein Behälter. Ich höre auch irgendwo Leute schießen. Öffnen wir das erstmal. Ich weiß ja nicht, ob wir da nochmal lang müssen, aber ja, wir hätten es auf jeden Fall erstmal geöffnet. Ah ja, da hinten ist er, glaube ich. Oder ist das einfach nur so ein Zwischerpionier? Ich halte mich mal ein bisschen bedeckt. Man sollte ja auch mit dem Stich ein bisschen aus der Ferne arbeiten. Bis jetzt hat er noch nicht gecheckt, dass ich da bin. Oder der konzentriert sich auf andere. Verdammt, jetzt habe ich ihn nicht getroffen.
Na, verdammt, da war ich zu schnell. Ein Treffer braucht er noch. Natürlich, er muss unbedingt jetzt darüber, wa? Okay. Das war auch der zweite Typ. Da waren es nur noch zwei. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Aber spielt ja auch keine Rolle. Wir hätten ihn besiegt. Wo geht's jetzt weiter und komme ich eventuell von hier in den NSC-Transformatorenraum? Neue Behördenbenachrichtigung. Toll. Darum habe ich mich noch gar nicht gekümmert, um diese Behördenbenachrichtigung. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit in die Serie noch einbaue, aber die tauchen ja auch zufällig immer wieder auf. Wenn ich jetzt hier rangehe, ja, dann komme ich irgendwie höher, oder? Wir kommen von da aber nicht darüber. Nee, das geht nicht. Also muss ich wieder zurück in die Atlaskammer und dann von dem Kontrollpunkt, glaube ich, darüber. Es sei denn, hier oben ist doch irgendwie noch ein Weg. Nee, ist es nicht. Das ist nur das eine Büro. Aber das hatten wir ja von einer ganzen Weile schon mal abgecheckt. Wo war denn die Tür? Ach, da. Schnell zurück. Das war ja, glaube ich, jetzt hier, wo wir den Rückweg geschaffen hatten, oder etwa nicht? Naja, egal. Hier vorne ist auf jeden Fall die Atlaskammer. Und dann kümmern wir uns um die letzten zwei. Aber es tauchen natürlich noch einige andere Zischer vorher auf. Wie könnte es anders sein? Warte mal, Freundchen. Für dich habe ich noch was ganz Tolles. Zieh dir das mal rein. Oh, verdammt, da waren Granaten, Jazz. Da war auch wieder eine Granate. Wo ist denn der Löffel? Ach, der ist hier draußen. Oh, verdammt, verdammt. Ich wollte mal was ausprobieren, und zwar diesen einen Schmetterschlag hier. Auch ganz nice. Für den Nahkampf sollte ich wirklich auf den Dreh gehen. Da macht sich der Dreh echt schon besser. Ich meine, für andere größere Bosse, ja gut, wenn wir dann mal genug Zeit haben, um ein bisschen zu zielen, dann macht sich der Stich echt gut. Aber für die normalen Idioten reicht der Dreh auch aus. Wir sind ja nur Stufe 3. Das ist nicht. Jetzt tauchen hier wieder welche auf. Ah, den habe ich nicht getroffen. Scheiße. Na, warte mal, Bürschchen. Dir renne ich hinterher. Ach ja, stimmt. Ich kann jetzt auch schon Gegner schleudern. Hatte ich ja total verplant. Ah, brauchst gar nicht wegrennen. Ich glaube, wir kriegen den Stuhl ab. Oh mein Gott, der hat noch eine Granate auf mich geschossen. Das war's immer noch nicht. Der ist hier oben, oder? Wo ist denn der letzte Idiot? Ach, da drüben. So, ich glaube, das war's. Genau. Wo wollte ich nochmal hin? Zum Kontrollpunkt. Wo war denn der? Ach ja, da vorne. So, dann geht's auf. Ja, wo müssen wir hin? Ach so, zum Transformatorenraum. Am besten zum Eingang, wa? Genau, da müssen wir hin. Und da sind wir auch schon. Jetzt kann ich endlich hier rein und mich hier umschauen. Ihr dürft ja nicht vergessen, wir können das ja natürlich auch nur, weil wir von Dr. Underhill diese Pillen bekommen haben. Sonst hätten wir auch gar nicht runter zu dem Fungus in die Grube gehen können. Schleudereffizienz. Naja gut, was ist das? Ein weiteres Dokument.
Und das war's dann hier auch schon, wa? Ja, sieht ganz danach aus. Mal gucken. Hier müsste das jetzt sein, wo ich hin muss. Genau, hier bin ich auf dem richtigen Weg. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier wieder Zischer auftauchen würden. Ist ja immer mal so. Und hier muss jetzt aber dieser eine Agent auftauchen. Das ist doch der Raum. Oder etwa nicht. Ist er vielleicht hier drin? Müssen wir ihn freilassen? Nein, müssen wir nicht. Dann frage ich mich gerade, wo das sein kann. Ah ja. Okay, die Idioten wieder. Ach, das ist er sogar. Okay, Remus heißt er. Den lege ich mir mit dem Stich zurecht. Solange jetzt hier keine weiteren Zische auftauchen, ist das relativ geschmeidig, diese ganze Sache hier. Er hat doch nur Stufe 3. Aha, du triffst mich nicht. Ja, das war der letzte Jazz. Hat er nicht nur ein tolles Item oder so gedroppt? Hat er nicht, oder? Nee, ich glaube, hat er nicht. So, dann müssen wir jetzt nur noch zum Schwarzstein. Steinbruch. Schweres Wort. Ein echter Zungenbrecher. Ich bin ja mal gespannt, ob sich eventuell nach dieser Quest noch eine weitere Quest anschließen wird. Wäre gar nicht so abwegig. Es wäre auch nicht das erste Mal. Schnell zum Eingang von dem Steinbruch. Wo haben wir den denn? Genau, da vorne ist er. Da sind wir auch schon. Manchmal braucht das echt eine Weile, damit es auch mit den Texturen irgendwie nachlädt. Ist schon manchmal echt eine heikle Sache. Keine Ahnung, warum das so ist bei dem Spiel. Und hier muss ich jetzt irgendwo der Agent befinden. Irgendwo in diesem Riesenareal. Wahrscheinlich irgendwo da unten, aber da muss ich ja auch dahin, wo diese Viecher sind, und die kann ich ja nicht fertig machen. Aber ich schwebe mal hier von Plattform zu Plattform. Ah ja, was haben wir da? Stimmt, da kam ich ja früher mal nicht ran. Ich schwebe hier einfach mal rum. Ich denke mal, wenn ich da unten jetzt irgendwo bin, wird er auch auftauchen. Oder etwa nicht? Ich bin doch hier richtig. Ah, da kommt das rollende Etwas und da hinten ist noch eins. Ah, mit dem Schweben kann ich ja relativ leicht abhauen, aber wo zum Teufel ist hier dieser Agent? Vielleicht taucht er auf, wenn ich da unten in die Mitte gehe. Oder muss ich hier noch gar was aktivieren? Eigentlich tauchen die doch immer so auf. Verstehe ich gerade nicht. Ich habe hier auch alles beim letzten Mal aktiviert. Wo ist Thompson? So groß ist doch der Bereich gar nicht. Sag jetzt nicht, ich muss noch die anderen Viecher fertig machen. Ich weiß ja gar nicht, wie ich die überhaupt fertig machen kann. Ich glaube, die kann ich sogar gar nicht fertig machen. Ah, verdammt, da komme ich nicht hoch. Na, hier bin ich ja ganz falsch. Verdammt, verdammt, verdammt. Warum ist das so blöd gemacht, dass sie jetzt nicht auftauchen? Die kamen doch sonst immer gleich. Irgendwer schießt hier. Naja, da unten ist ein Zischerverbund. Okay.
Das hätten wir mal so gelöst. Oh oh, ich glaube, das Teil ist hinter mir gewesen. Oh ja, war genau hinter mir. Verdammte Axt. Ey, was soll denn das? Oh nein, nicht hier schon wieder. War da nicht der Typ? Nee. Der hat einen anderen Namen, oder? Warte mal. Oh, Jess, das war knapp. Naja, ich glaube, da hinten ist er jetzt aufgetaucht. Hier sind eine Menge Leute auf einmal aufgetaucht. Aber der Thompson taucht nicht auf. Warum taucht der Thompson nicht auf? Thompson, wo bist du? Oh, verdammt, Jess. Wo ist denn der Lappen? Da oben lag noch irgendein Material. Das brauche ich. Ritualimpuls. Sehr gut. Wer es braucht. Hey, was soll denn das? Kann man aufschauen. Wow. Muss ich gar vielleicht die erst hier alle fertig machen und dann taucht er auf? Wäre gar nicht so abwegig. Ach du heilige Scheiße, Jess! Meine Fresse! Oh, die Idioten gehen mir so auf den Sack. Okay, einmal hatte ich ihn schon getroffen. Jetzt nur noch die anderen. Der ist Geschichte. Und der auch. Jetzt muss ich nur gucken, wo die was hinterlassen haben. War unbedingt wieder ein bisschen Lebensenergie. Oh, die haben das gerade hier hinten hinterlassen. Okay, aber ist egal. Müssen wir uns trotzdem irgendwie alles holen. Und dann wieder schnell weg hier. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass ich die Viecher einfach fertig mache und dann taucht der Agent auf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich danach richtet. Oh, das Ding folgt mir. Oder taucht er hier auf? Nee, das kann es auch nicht sein. Doch, da ist er. Guckt euch das an, der taucht hier auf. Wer hätte das gedacht? Eine ganz tolle Ortsangabe von der Karte. Okay, wir hätten es endlich geschafft. Wo war jetzt hier ein Kontrollpunkt? Da hinten war auch einer. Ey, das ist doch echt nicht wahr. Also, er taucht hier auf. Ja gut, das gehört noch zum Schwarzstein-Steinbruch, aber die Karte hat eigentlich was ganz anderes markiert. Aber gut, so ist das jetzt mal. Wir müssen jetzt wieder zur zentralen Geschäftsleitung. Und dann sprechen wir mit Arisch und mal gucken, was er denn hat. So, da sind wir auch schon in der zentralen Geschäftsleitung. Da vorne ist Arisch und jetzt reden wir mit ihm. Hoffentlich kriegen wir was Tolles. Jedes Objekt ab. Hier sind die Beutel. 6 davon. Mit meiner sind das alle. Tja, ich schätze, ich werde sie jetzt alle tragen. Sentimental, ich weiß, aber... Das ist alles, was mir einfällt. Nichts ist leicht mit dem Zischen. Darf ich fragen, was drin ist? Was ist in den Beuteln? Zu spät. Also, das ist eigentlich vertraulich, aber Sie sind die Direktorin, da kann ich es Ihnen wohl sagen. Naja, in der Behörde gab es Gerüchte über einen Werwolf bei Vollmond, also schickten Sie uns Rookies los. Wir sollten bestätigen, dass es Bullshit war. Warte, will er sagen, dass es wirklich Werwölfe gibt? Stellte sich heraus, dass ein gewandelter Gegenstand bei Vollmond gewaltige Gravitationsanomalien verursachte. Oh Mann, wir wären fast draufgegangen. Zur Erinnerung tragen wir seitdem alle silberne Kugeln um den Hals. Falls uns wieder mal ein Werwolf begegnet. Also warum haben Sie die Ranger verlassen? Dachte, ich könnte hier mehr Gutes tun.
Irgendwer muss auch die beschützen, die alle anderen beschützen, oder? Mission abgeschlossen, alte Freunde. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Ja, schon klar. Hat Emily eventuell noch was Neues für uns? Etwas? Tatsache, hat sie. Was hat sie denn zu sagen? Erinnerst du dich an Tomasi, den Leiter der Kommunikation? Der Zischer, in den er verwandelt wurde, tauchte in der Isolation auf, beim Plattenspieler. Ich kümmere mich darum. Diesmal entkommt mir das Ding nicht. Ich hörte Berichte über seine spezielle Sprache und Betonung, wenn er die Geräusche des Zischens nachmachte. Die Unterschiede in Biologie und Verhalten zwischen vom Zischen befallenen Personen sind faszinierend. Ob ich diese Daten wohl kategorisieren könnte? Siehst mit deinen Gedanken schon wieder woanders. Mr. Tomasi. Ich sollte los. Lass dich nicht aufhalten. Okay, danke Emily für die neue Mission. Ist ja nice. Müssen wir also noch einen Boss besiegen. Aber vorher werde ich noch die Fähigkeitspunkte verwenden. Was machen wir denn? Schwere Gegner schleudern. Jawohl. Das machen wir auch. Gegner übernehmen werde ich jetzt mal versuchen aufzuwerten, je nachdem, wie viele Punkte ich dafür brauche. Da können wir schon zwei Gegner auf einmal übernehmen. Oh, das ist auch nett. Naja gut. Das sollte es erstmal für diese Folge gewesen sein. Mehr wollte ich gar nicht machen. Wir haben auch noch eine neue Mission bekommen. Wahrscheinlich werde ich die im Anschluss machen. Also die wird es dann in der nächsten Folge zu sehen geben. Und vielleicht noch eine weitere andere Nebenmission, die ich noch abschließen kann. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann geht's weiter mit Control.